Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch bei Instagram einen Fragesticker in die Story gepackt und habe euch darum gebeten, mich mit Fragen zu bombardieren, sei es jetzt zu meinem Leseverhalten, zu meinem Regal, zu meinem Schreiben, zu meinen Büchern, zu etwas Privatem, wenn es nicht zu privat wird. Und ja, das habt ihr fleißig getan. Ich habe super viele Fragen von euch bekommen. Ich habe mir manche gescreenshottet und manche hier noch notiert, weil einige davon schon sehr ähnlich waren. Und dann habe ich halt versucht, eine Frage aufzuschreiben, die beide oder die mehrere Fragen von euch quasi in einem Rutsch abdeckt. Ja, ich habe so viele Fragen, dass das Ganze für ein Video echt zu viel wäre. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich das Q&A in zwei Teile splitte. Das hat jetzt auch keine besondere Reihenfolge, dass ich sage, heute rede ich nur über Bücher und beim nächsten Mal nur übers Schreiben und mich privat, sondern ich mache das einfach so, wie ich das hier notiert habe, in keiner bestimmten Reihenfolge. Was ganz, ganz viele von euch gefragt haben und deshalb werde ich das jetzt auch zuerst nennen, weil es mir auch zuerst so richtig in den Kopf war die Frage, ob ich zur LBM komme. Nein, ich werde nächstes Wochenende nicht in Leipzig sein. Ich wäre gerne hingegangen, aber das kollidiert leider mit einem Ausflug nach London, weil ja, meine Schwester und ich machen ja jedes Jahr zusammen einen Schwesternausflug und wir waren schon in Venedig und wir waren schon in Hamburg und wir waren schon in super vielen Städten und Ländern. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns mal England anschauen. Ich war tatsächlich noch nie da und werde euch natürlich da auch mit der Kamera ein bisschen mitnehmen. Wir fliegen allerdings nur mit Rucksack, also Backpacker-mäßig und dementsprechend werde ich die Kamera zu Hause lassen und alles mit dem Handy filmen. Also falls die Qualität dann ein bisschen schlechter ist, I'm so sorry. Auch immer gern gefragt, mein aktuelles Currently Reading. Das habe ich tatsächlich jetzt ein bisschen abgewandelt, weil auch eine andere Frage laut wurde, die dazu gepasst hat. Deshalb werde ich die Frage jetzt mit dieser Erweiterung beantworten. Also die Frage war A, Currently Reading, und dann die andere Frage war Last, Currently Reading und Next. Ja, fangen wir mal mit meinem letzten Buch an, das ich gelesen habe, und das war Du irgendwo von Kira Mohn. Da ist ein bisschen was schief gelaufen beim Versand, deshalb habe ich das jetzt erst vor einer Woche oder so bekommen. Lustigerweise habe ich bei einem Livestream vom KISS Verlag ein Buch gewonnen und da das hier nicht angekommen war, habe ich dann eben gesagt, ja komm, dann schickt mir das, da ging irgendwas beim Versand schief. Ja, und dann waren die so lieb und haben mir das Buch nochmal rausgeschickt, weil ich es ja angefragt hatte als Teil der KISS-Crew. Und ich durfte mir dann ein anderes Gewinnerbuch quasi aussuchen. Eins, das ich wirklich vergessen hatte anzufragen und lesen wollte. Ja, und an dem Tag, als dieses hier und der Gewinn zusammen ankamen, kam lustigerweise auch dieses hier nochmal an. Aber mit Datum vom 3.3. und es war, ja, vorige Woche oder so, als die anderen ankamen. Von daher, ja, das war mein letztes Buch, das ich gelesen habe. Aktuell lese ich gerade Throne of Glass 7. Wir sind jetzt auch noch nicht so weit, aber es fällt mir unheimlich schwer, mich an die Abschnitte in unserem Buddy Read zu halten, weil diese Reihe einfach, oder dieses Buch, gerade dieses jetzt Finalbuch, so unfassbar gut ist. Also ich habe heute Morgen auch noch gelesen, habe unseren Abschnitt gelesen und es ist mir so unglaublich schwer gefallen, nicht weiter zu lesen. Ich denke, zu Throne of Glass muss ich jetzt nicht so viel sagen. Außerdem, ich habe hier alles an Büchern um mich rum, die ich euch zeigen kann. Also nicht wundern, wenn ich die ganze Zeit hier irgendwas suche. Außerdem, ja doch, da ist es. Außerdem lese ich gerade The Ravenhood Vlog. Das hatte ich ja, bestellt, als es beim Bloggerportal nicht genehmigt wurde, weil ich es wirklich unbedingt lesen wollte. Und das lese ich jetzt zusammen mit Lou. Und wir kennen uns seit über 10 Jahren
und reden regelmäßig über Bücher und lesen auch super oft Buddy Reads in unserer Saarland-Gang-Gruppe zusammen. Aber wir haben festgestellt, dass wir noch nie ein Buch nur zu zweit gelesen haben. Und das ist jetzt Premiere und ich bin schon sehr gespannt. Da gehen die Meinungen ja auseinander und es soll ja auch sehr spice-lastig sein. Von daher schauen wir mal. Ja, das war dann mein letztes Buch, mein Currently Reading. Und dann natürlich noch, welches Buch ich als nächstes lesen möchte. Und da muss ich leider zwei in die Höhe halten. Denn zu Blackbird Academy ist ein Buddy Read geplant. Den schieben wir schon seit einer Woche vor uns her und irgendwie kommen wir da nicht in die Gänge. Ja, ich habe das Buch mit diesem wunderschönen Farbschnitt bekommen und da bin ich auch sehr froh drüber, weil der nämlich echt schön ist. Und der Rabe erinnert mich direkt wieder an unseren Rabenspatzen-Buddy Read mit Maren und Ivy. Aber das hier lese ich tatsächlich mit jemand anderem. Und was ich auch unbedingt lesen möchte, ist War and Queens. Deshalb, ich konnte mich jetzt nicht entscheiden. Deshalb habe ich die beiden genommen, weil das hier wird ein Buddy Read und das hier lese ich nur für mich. Weil ich ja so ein großer Poppy und Hawk-Fan bin. Die nächste Frage bezieht sich auf mein Jahreshighlight, beziehungsweise ob ich im Jahr 2023 bereits ein Jahreshighlight zu verbuchen habe. Und das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Wer meinen letzten Lesemonat gesehen hat, der weiß, dass sich da ein Buch oder eine Dilogie reingeschlichen hat, die vermutlich ein All-Time-Favorite für mich werden wird. Und das ist It Starts With Us und It Ends With Us. Und ja, Colleen Hoover ist einfach die Queen of Emotions. Das hat mich so zerfetzt, dieses Buch bzw. diese Reihe. Ich habe ja auch ein extra Video über die Reihe gemacht. Das verlinke ich euch gerne mal hier oben, weil ich ja die einfach so unfassbar gut fand. Und sie werden ja jetzt verfilmt und gestern haben sie den Darsteller von Atlas bekannt gegeben und ich bin schon so, so gespannt, wie er das machen wird. Die anderen beiden Charaktere waren ja schon released und da bin ich auch mega zufrieden. Die kannte ich auch schon, Atlas kannte ich jetzt noch nicht. Aber ja, das war zum Beispiel ein Jahreshighlight, das es auf jeden Fall auf die Jahreshighlights-Liste gepackt hat. Ansonsten, ja, ich mache ja jeden Monat ein Monatshighlight oder ich küre ein Buch zum Monatshighlight und dann schauen wir mal am Ende vom Jahr, was dann ganz unten stehen wird. Die nächste Frage, die mehrfach kam: Hast du manche Bücher doppelt in deinem Regal? Und da muss ich leider auch Ja sagen. Leider, weil mein Platz ja nicht unendlich ist und die Bücher damit quasi Platz für andere Bücher, neue Bücher blockieren, sage ich jetzt einfach mal. Aber es gibt dann zum Beispiel so Bücher, ich habe sie jetzt nicht alle hierher geholt, weil das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, dann hätte ich mein halbes Bücherregal hier um mich versammelt. Das sind zum Beispiel Bücher wie die ganzen Schattenjäger-Chroniken, also Chroniken der Unterwelt und Chroniken der Schattenjäger. Sprich, ich habe Clockwork Angel, Clockwork Prince, Clockwork Princess in 1, 2, 3 Varianten. Einmal die Hardcover-Ausgaben, einmal die Taschenbuchausgaben und einmal die Neuauflage jetzt aus dem Goldmann Verlag. Und dann habe ich zu Clockwork Angel, also im ersten Band, noch die Luxuskollektion. Das heißt, ich habe Clockwork Angel in 4 Varianten in meinem Buch stehen, aber ich liebe diese Reihe einfach abgöttisch. Dann habe ich natürlich Throne of Glass jetzt mittlerweile komplett. Hab da auch zu Band 1 die Sammelluxus-Kollektion mir gekauft. Dann habe ich die Göttlich-Trilogie in ihrer alten Hardcover-Variante und da bin ich mir jetzt gerade dabei, noch die Neuauflage in Taschenbuchform zu kaufen. Ich habe die Reihe von Nena Traun-Mutani, die Hungry Hearts-Reihe in 2 Versionen, einmal als Taschenbuch, einmal als Hardcover aus der Bücherbüchse. Ja, also ich habe so ein paar Bücher doppelt und die würde ich auch nicht missen wollen. Manchmal habe ich auch das Buch mit und ohne Buchschnitt, wo ich mir dann auch überlegt habe, ob ich das ohne Buchschnitt vielleicht mal verkaufen soll. Aber ja, und was ich natürlich auch in mehrfachen Ausgaben habe, sind die Harry Potter Bücher. Aber Harry Potter ist ja immer so, läuft außerhalb der Konkurrenz.
Dann kam die Frage zu meinem neuen Buch. Wie ihr es auf Instagram vielleicht schon gesehen habt, bin ich gerade dabei, ja, mein Projekt R zu schreiben. Ich habe da im November im Nanovrimo ja schon gut vorgelegt mit 50.000 Wörtern. Habe dann im Dezember krankheitsbedingt gar nichts gemacht. Dann kam Weihnachten, dann war ich schon wieder krank und das hat mich richtig, richtig rausgerissen. Und dann habe ich jetzt im März nochmal angefangen. Es lag jetzt die ganze Zeit brach. Ich habe an was anderem gearbeitet und jetzt habe ich Projekt R wieder aufgenommen. Das heißt, im März und April habe ich super viel geschrieben und habe gestern Abend festgestellt, dass es tatsächlich nur noch 5 Kapitel sind, die ich schreiben muss. Und dann ist Band 1 beendet. Und dann geht es natürlich direkt weiter mit Band 2. Jetzt die Frage zur Veröffentlichung. Ja, also ich würde es super gerne versuchen, in einem Verlag unterzubringen, einfach weil Self-Publishing halt echt, was Marketing angeht, sehr anstrengend ist. Es geht mir jetzt noch nicht mal um das Geld oder so, aber es ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Andererseits denke ich mir, ich habe schon ein Cover dafür designt, ich habe für Band 2 schon ein Cover designt. Ich habe super viele Ideen für Goodies und Co., die ich gerne umsetzen würde. Und ob das in einem Verlag so machbar wäre, ist halt die andere Frage. Im Self-Publishing hast du halt einfach mehr Freiheiten. Und dazu gab es auch eine Frage, die greife ich jetzt einfach mal so mit auf. Da ging es nämlich darum, was sind für mich die Vorteile als Self-Publisherin oder was würde mich freuen, wenn ich ein Buch im Verlag hatte. Wie gesagt, Verlag hast du halt 1000 Menschen hinter dir, die sich um alle Belange kümmern, die dein Marketing machen, die eventuell auch die Blogger-Auswahl machen, die Werbung schalten, die das Buch auf Messen dabei haben, etc. etc. Und das hast du einfach als Self-Publisher nicht. Da musst du wirklich von Tür zu Tür gehen, musst den Leuten ständig dein Buch unter die Nase halten und sagen, das ist mein Buch, es ist toll, kauft es. Da gibt es auch ein lustiges Reel auf meiner Seite, also schaut gerne mal bei TikTok oder bei Instagram vorbei. Da ist es nämlich verlinkt und da habe ich nämlich so ein bisschen das Ganze aufs Korn genommen, in ja, sarkastischer Weise, ironischer Weise. Und ja, das sind so für mich die Vorteile vom Self-Publisher-Dasein, also dass du einfach super viele Freiheiten hast und dass du da machen kannst, wie du willst eigentlich, auch was das Design des Buchs angeht, auch innen. Also du kannst dann wirklich Kapitel zieren und Schriftarten und machen und tun, wie du möchtest. Es muss dir gefallen und du kannst es in die Welt hinausschicken, entweder kaufen es die Leute oder kauft es eben nicht. Und beim Verlag hast du halt wirklich gewisse Vorgaben. Kommen wir zur letzten Frage, die da lautet, auf welche Neuerscheinung freust du dich am allermeisten? Ja, und ich habe tatsächlich gerade heute Morgen meine Recherche zu dem Neuerscheinungsvideo für den Mai gemacht. Und da gibt es einige Bücher, auf die ich mich freue. Zum einen ist das die Cold Case Academy von der Jennifer Lynn Barnes, die auch schon die Inheritance-Reihe geschrieben hat. Es ist wieder so ein bisschen aus meiner Komfortzone heraus. Es ist, geht in die Richtung Thriller, aber da bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Und dann kommt ja Chain of Thorns raus. Da kann ich jetzt noch nicht so zu viel zu sagen, weil ich Band 1 und 2 noch nicht gelesen habe, aber es ist einfach aus dem Schattenjäger-Universum und deshalb freue ich mich da auf jeden Fall auch sehr drauf. Und um einfach noch ein drittes Buch zu nennen, aber das hätte ich so oder so erwähnt, kommt jetzt im Mai endlich, nachdem es im Dezember verschoben wurde, Nights 3 von Lena Kiefer raus. Und ja, dem fieber ich ja schon sehr, sehr lange entgegen und da freue ich mich auch schon sehr, 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 sehr doll drauf. Ja, ich denke, damit ist die Frage beantwortet. Eine Sache würde ich jetzt noch gerne mit ins Video aufnehmen. Natürlich erreichen einem bei so einem Q&A nicht nur ernst gemeinte Fragen. Es gibt auch so Fragen, meistens von meinen Freundinnen oder von meinen engeren Freunden, die mir dann super, super doofe Fragen stellen. Oder, ja, Insider-Fragen nenne ich es jetzt mal. Und die würde ich euch gerne jetzt so als kleines Schmankerl am Schluss auch nochmal ganz ratzfatz beantworten.
Da kommt dann zum Beispiel so ganz humane Fragen wie, wann treffen wir uns in Stuggi? Wann wollen wir uns mal wieder treffen? Von zwei Mädels, mit denen ich was abgemacht habe, dass wir uns in Stuttgart treffen wollen. Also ja, ihr Hühner, wird passieren. Ich beantworte das jetzt einfach mal mit. Dann hat mir die liebe Tamara geschrieben, wer ist eigentlich dieser Schulz? Und wer meinen Kanal verfolgt, der fällt öfter über das Wort Schulz. Das ist letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse entstanden, als ich Tamara kennengelernt habe. Und sie hat irgendwie verstanden, ich heiße nicht Schulz, sondern Schulz. Und macht dann so, was? Einfach nur Schulz. Und seitdem war ich Schulz. Also, falls ihr das irgendwann auf Instagram nochmal entdeckt, wisst ihr jetzt, warum das so ist, warum man mich Schulz nennt. Und dann hat Lou natürlich wieder den Bock abgeschossen und schrieb, wie nennt man den Stoff, der an der Stange überm Fenster hängt? Und wer auf Prime schon die neue Staffel LOL gesehen hat, der weiß, dass das von einem Auftritt von Martina Hill war. Die war als Mandy verkleidet und hat ein Lied gesungen, das absolut keinen Sinn gemacht hat. Und da haben wir uns echt, da haben wir Tränen gelacht und das musste sie mir jetzt noch sagen. Ich dachte, ja. Ich zeige euch einfach auch mal die lustigen Fragen, die bei so einem Q&A aufploppen. Damit würde ich mich dann nämlich auch verabschieden mit einem kleinen Schmunzeln am Ende. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich werde auch natürlich noch das zweite Q&A hochladen. Da gibt es dann neue Fragen und neue Antworten. Bis dahin sage ich aber jetzt erstmal Tschüss!